Okay, dann hallo und herzlich willkommen im Frankfurter Volksbankstadion zur Pressekonferenz des FSV Frankfurt vor dem ersten Rückrundenspiel bei Rasenballsport Leipzig am Sonntag um 13.30 Uhr. Unser Cheftrainer Tommy Oral wird gleich für eure Fragen zur Verfügung stehen. Vorab ein paar Infos noch zum Kader, obwohl sich da seit vergangener Woche nicht viel verändert hat. Nach meinem Kenntnisstand Heinrich Schmidtgall nach wie vor in Reha. Taiwo Awoniyi nach wie vor beim U23 Afrika Cup. Nigeria hat sich ja mit dem Einzug ins Finale bereits für die Olympischen Spiele qualifiziert, kommendes Jahr in Rio. Ja, und da würde ich sagen, kommen wir zum FSV nach dem Sieg bei 1860 München. Tommy, ja? Wie ist die Stimmung in der Mannschaft und wie zufrieden warst du erstmal mit dem Training in dieser Woche? Ja, dass die Stimmung natürlich bei einem Auswärtsspiel, das gewonnen wird, gut ist, ist klar. Trotzdem habe ich es ja in den letzten Monaten immer wieder erwähnt. Wir haben eine ganz gute Harmonie in der Truppe, eine gute Stimmung auch bei Niederlagen gehabt. Die ersten Tage haben wir dann immer ein bisschen gebraucht, um uns davon zu befreien. Aber wie man ja sieht, war dieser Sieg natürlich auch unheimlich wichtig für die komplette Gefühlslage um die Mannschaft herum, auch um Funktionsteam bzw. um den Verein herum. Weil ich denke, gerade die Ergebnisse, die in den Heimspielen waren, machen dann solche Spiele wie gegen 60 noch notwendiger, als es dann eigentlich sein müsste. Ja, aber die Mannschaft hat eine sehr gute Präsenz gezeigt in München und wir haben die Woche recht gut trainiert, wir haben das gut dosiert, wir haben ja jetzt noch diese zwei Spiele und wir wollen natürlich nach Leipzig fahren und was Zählbares mitnehmen. Wir haben ja schon in der Vorrunde gesehen, dass wir sehr unangenehm sein können für jeden Gegner. Der einzige Gegner, dem wir nicht unangenehm waren, war Heidenheim. Ansonsten waren die Spiele alle sehr knapp und hätten in beiden Richtungen immer ausgehen können. Und unabhängig davon, dass wir den 17. Spieltag jetzt absolviert hatten, gilt es natürlich auch weiterhin so zu arbeiten, weil am Ende des Tages zählen die Spiele, die vorm Jahreswechsel sind und irgendwie gehören die zwei Spiele auch noch zur Hinrunde. Und du hast ja schon gesagt, dass wir aus dem Vollen schöpfen können, bis auf Tim Golley, der noch dazugekommen ist, der ein Magen-Darm-Virus hat, sind alle Mann an Bord. Ansonsten gibt es von meiner Seite aus nicht viel zu sagen, dass wir nach Leipzig fahren und nicht unbedingt der Favorit sind, ist ja auch jedem klar. Sprechen wir doch nach dem Abschluss der Hinrunde einmal über die Entwicklung der Mannschaft. Du hast ja selbst oft über den Faktor Zeit gesprochen und Erfahrung. Jetzt fand ich es ganz interessant, dass dein Vorgänger Benno Mühlmann in München von der abgezockteren Mannschaft gesprochen hat. Ein Schritt in die richtige Richtung? Ja gut, dieses Betonen von Prozessen und Zeit und Entwicklung, das ist ja immer im Fußball der Fall, egal ob du jetzt eine Mannschaft hast, die frisch zusammenkommt mit vielen jungen Spielern oder eine Mannschaft übernimmst, die vielleicht schon länger zusammen ist, gilt es natürlich auch die Philosophie vom Trainer bzw. auch vom Verein mit zu verinnerlichen und wir haben sehr viele junge Leute. Keine Frage, wir haben ein paar Spieler dazugeholt, die Entwicklungsspieler sind, denen wir auch ganz klar gesagt haben, dass wir ihnen diese Zeit geben, dass wir nicht von Anfang an mit ihnen planen, ja, dass wir sagen, dass sie vom ersten Spieltag an funktionieren müssen. Die Geschichte, dass wir abgezocktere Mannschaft sind, das sind natürlich die Spielchen, die jeder Trainer irgendwo drauf hat, um von seinem eigenen abzulenken. Darauf lassen wir uns nicht ein, weil Fakt ist, in den letzten paar Minuten des Spiels konnte ich nicht sehen, dass wir die abgezocktere Mannschaft waren, weil sonst hätte es nach dem Freistoß keinen Eckball mehr gegeben, sondern hätte der Schiedsrichter abgepfiffen. Ja. Und da sind viele Dinge gewesen, wo wir auch lernen können und müssen. Und ja, Hinrunde her, Hinrunde hin. Ja, ist so, dass wir 22 Punkte haben und wir mit Sicherheit noch sehr, sehr viele Punkte brauchen, um dann am Ende des Tages ganz klar zu sagen, dass wir nächstes Jahr noch in der zweiten Liga sind. Dann blicken wir doch mal ganz konkret auf den Rückrundenstart. Was für eine Leipziger Mannschaft erwartest du und wie willst du dagegen vorgehen? Ja, wie gesagt, ich sehe das alles noch mit als Hinrunde. Deshalb Rückrundenstart fängt dann auch psychologisch dann am ersten Spieltag nach dem Jahreswechsel an. Wir werden auf eine Mannschaft treffen, die nicht umsonst da oben steht, die auch vor der Saison ganz klar ein Ziel ausgegeben hat. Man konnte ja sehen,
in den vergangenen Monaten, welchen Zuschauerzuspruch sie auch in den heimischen Spielen haben. Klar ist, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die vom Selbstbewusstsein strotzt, dass sie doch jetzt gerade dieses Jahr und letztes Jahr die Zeit hatten. Ja, es sind ja unheimlich viele Spieler noch von der vergangenen Saison dabei und die wollen aufsteigen und wir wollen sehr unbequem sein. Dann danke dir soweit, Tommy. Würde ich sagen, kommen wir zu euren Fragen, wenn es denn welche gibt. Ja, da sehe ich schon die erste, Michael Helms, Frankfurter Neue Presse. Jetzt war ja RB Leipzig deine erste Trainerstation nach dem FSV, Beginn einer neuen beruflichen Abschnittes. Was hast du denn so mitgenommen aus der Zeit, positiv wie negativ, auch wenn es schon länger zurückliegt und eine andere Liga war? Ja gut, das war natürlich eine sehr, sehr interessante Aufgabe, auch mit dem Team drumherum und klar war, dass zu dem Zeitpunkt ich auf einen Verein treffe, der komplett im Neuaufbau ist. Da war kein Trainingsgelände da, da waren keine Rasenplätze großartig da zum Trainieren. Die Mannschaft stand, wir hatten einen Plan über 3 Jahre hinweg und der wurde, nachdem Didi Beiersdorfer und Co. dann entlassen wurden, über den Haufen geworfen. Ich persönlich für mich habe unheimlich viel daraus lernen können aus dem Jahr, was neues Umfeld angeht, was medial angeht, was Drucksituationen angeht für einen Verein, der 0,0 beliebt war zu dem Zeitpunkt, der ja heute noch nicht so unbedingt der beliebteste Verein ist. Und ich für mich habe da unheimlich viel rausziehen können und habe für mich nach dem Jahr das Jahr sauber analysiert und war dann auch froh, dass ich dann wieder in Ingolstadt gelandet bin. Weil ich dann aus der Station viele Dinge mitnehmen konnte, die ich da vielleicht dann für mich nutze, die ich auch genutzt habe für mich. Jetzt warst du am Montag ja in Leipzig. Am Sonntag, gab es da Fingerzeige, wie man Leipzig beikommen kann? Duisburg hat es bis 5 Minuten vor Schluss fast geschafft. Ja gut, wir haben es glaube ich schon im ersten Spiel gezeigt, ja, und der ein oder andere hat ja dann auch ein bisschen was aus dem Spiel mitgenommen, andere Vereine, und man konnte auch bei Leipzig sehen, gerade die letzten Spiele alle, die sehr, sehr knapp waren, und auch wenn ich nur vor 14 Tagen das Spiel gegen KSC sehe, das war sehr glücklich gewonnen, und auch jetzt, wenn Duisburg bei der einen Standardsituation nicht da ein bisschen das verschlafen hätte, wäre es vielleicht doch nicht so ausgegangen. Ja, obwohl dann nach dem 2-2 konnte man sehen, dass sie da eine Wand durchbrochen haben und haben dann auch verdient das Spiel gewonnen. Das ist eine Mannschaft, die sehr homogen ist und wir müssen unsere 100% bringen. Und dann bin ich auch überzeugt davon, dass wir da eine richtig gute Chance bekommen werden. Gibt es weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Ja, dann würde ich sagen, zumindest einen aus der Runde sehen wir ja wahrscheinlich am Sonntag in Leipzig. Und dann würde ich sagen, bis dahin, tschüss.